Und es geht gleich munter weiter mit den Transfers, denn auch Hertha BSC haben einen neuen Transfer bekannt gegeben und es handelt sich dabei um einen Spieler, der eh schon grundsätzlich mit einem Wechsel zu Hertha BSC in Verbindung gebracht worden wurde, nämlich Kelen Nsona, ein 19-jähriger Franzose, der vom SM Caen kommt, aus der zweiten französischen Liga. Und die Hertha vor allem auf den Flügeln verstärken wird. Reden wir doch mal, wer Nsona ist und was er der Hertha auch bringen kann. Also ich zeige euch mal die Anzeige von Hertha BSC auf ihrer Website. Hier nochmal offiziell Hertha BSC verpflichtet, Kelen Nsona. Und alles weitere steht in diesem Text auch. Also 19-jähriger Offensivspieler, der vorzugsweise auf dem Flügel, linken Flügel zum Einsatz kommt. Arbeitsbedingungen bis 2026, also ein langfristiger Vertrag. Und Kelen Nsona, hier haben wir nochmal sein Transfermarktprofil. Können Sie auch gerne auf die transfermarkt.at oder de Seite gehen und dort selber die Stats auch ein bisschen abchecken. Aber hier nochmal die Übersicht. Er ist 19 Jahre alt, er ist 1,89 groß, also ein relativ groß gewachsener Flügelspieler. Auf dem rechten Außen kann er spielen, auf der linken Außen kann er auch spielen, so was ich gesehen habe. Das kannst du jetzt nochmal sehen. Links Außen und rechts Außen. Marktwert von 1,2 Millionen. Und wird es ein neuer Spieler von Hertha BSC. Auch wichtig noch zu wissen, er ist noch verletzt und wird wahrscheinlich jetzt seit dem Februar wieder Fußball spielen können. Und wie gesagt, der Hertha helfen können, in der Bundesliga nicht abzusteigen, was ja momentan etwas ist, was passieren könnte für die Hertha, was man nicht außer Acht lassen sollte. Und hier nochmal die offizielle Bekanntgabe auf Twitter, dass der französische Offensivspieler bis 2026 unterschreibt und auch, dass er relativ happy ist. Schatz sagt auch, dass er sich viele Fußballspieler aus der Bundesliga anschaut. Soll ja auch ein dementsprechender Grund gewesen sein, warum er auch dorthin wechselt. Und auf jeden Fall auch ein interessanter Deal für die Hertha. Wie gesagt, die ja jetzt in den letzten Tagen sehr viele junge Spieler auch geholt haben. Mit dem jungen Lee auch aus Südkorea, ein schneller Flügelspieler. Und auch mit Kempf, jemand, der in der Innenverteidigung auch in Zukunft sehr viel Erfahrung mitbringt. Und Nsona haben sie jetzt für umgerechnet 500.000 € gekauft. Wäre ablösefrei gegangen dann im Sommer, aber Hertha wollte ihn unbedingt jetzt schon im Winter haben, um ihm vielleicht auch die Eingewöhnungszeit etwas zu erleichtern. Und wie gesagt, dieser Deal war eh schon relativ fix eigentlich, wurde auch von vielen Seiten bestätigt, wie gesagt, vom Kicker auch. Und deswegen war die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass er wechseln wird und wird die Hertha jetzt doch in der Breite verstärken. Und da kommt gleich mal meine Frage an euch: Was haltet ihr von diesem Deal? Glaubt ihr, so einer könnte ein guter Deal sein für die Hertha? Habt ihr schon was vom Spiel mal gehört? Man kann sich immer welche YouTube-Compilations anschauen, auf YouTube logischerweise. Und ja, die Hertha setzt auf junge Spieler. Das ist das Credo mittlerweile von ihnen. Und falls ihr euch etwas mehr über den Spiel informieren wollt, ich habe auch ein YouTube-Video darüber gemacht, was ich euch verlinken werde in der Videobeschreibung. Da gehe ich nochmal über seine Origin-Story einfach ein, auf wo er herkommt, wie er zum Fußballspielen gekommen ist, was seine Vereine bisher waren, Statistiken und so weiter. Könnt ihr gerne abchecken für mehr Details. Das ist jetzt nur ein kleines Transfer-Update. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung zu dem Spiel gerne in die Kommentare rein. Gerne auch das Video bewerten und den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Heute kommen noch ein paar Videos, muss mich noch entschuldigen für den Spam heute, aber Deadline Day ist eh nur zweimal im Jahr. Da kann man schon etwas mehr hochladen, vor allem weil viele coole Deals heute in der Bundesliga auch passieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video und ciao.